So, rostiger Werkzeugkasten. Auf der Innenseite des Deckels hat jemand mit einem Schraubenzieher eine Zeichnung einer Gruppe lächelnder Duplikanten geschnitzt, die sich um einen riesigen Krater versammelt haben. Aha, um einen Krater herum. Kann nichts bedeuten, aber vielleicht schon. Briefkasten. Was ist denn der Briefkasten? Auch aus Stahl. Ich glaube, den Briefkasten brauchen wir nicht mehr. Den könnte ich zerlegen, aber ich lasse es hier. Er passt dazu. So. Der Einzige, der liebte dieses Essen, es war besser als die Brezel, die er auf dem Boden fand. Ja, ja, ja. Einzige der Rekrutierungsfortschritt. Erfolg! Das Essen meiner Duplikanten hat den Appetit des Einsiedlers nach gemeinschaftlichem Wohnen geweckt. Außerdem haben sie eine Seite von einem alten Logbuch gefunden, welches an der Rückseite des Briefkastens versteckt war. Eintrag ansehen. Das habe ich wahrscheinlich schon gelesen. Wieder, okay, das ist der Pott. Okay, genau, erste Begegnung. Das war dann das, okay. Wiederhergestellter Pott-Eintrag 022. Tag 11 von 80, Lokalzeit Stunde 7 von 9. Bemerkenswerte Verbesserung beim Erhalt von Nährstoffen. Probanden, welche bei der letzten Essenaufnahme dabei waren, zeigten minimale Symptome von Magen-Darm-Beschwerden. Der Minimalschachtaushub am Urwa-Krater, okay, dann ist das wichtig mit dem, was in dem Werkzeugkasten stand. Der Mineralschachtaushub am Urwara-Krater wurde nach der Beseitigung des Tunnelwanddurchbruchs wieder aufgenommen. Voraussichtliche Zeit bis zur Durchdringung des Sohle-Reservoirs bei aktueller Geschwindigkeit 41 Tage lokale Zeit. Das Eindringen von Feuchtigkeit entlang der Ostwand des Schachts wird überwacht. Hinweis: Die vorläufigen Untergrundtemperaturen sind deutlich niedriger als die programmierten Schätzungen. Was machen die denn da unten? Ach, wahrscheinlich ein Test, nicht wahr? Wiederhergestellter Pott-Eintrag. Beim Erhalt von Nährstoffen. Probanden, welche bei letzten Essen noch dabei waren, zeigen minimale Symptome. Okay. Tunnel, voraussichtlicher Schätzung, Durchdringung des Sohle-Reservoirs. Die graben irgendwie nach unten, weshalb auch immer. Trümmeranalyse kommt dann. Aha, und dann die Trümmeranalyse selber. Das kam wahrscheinlich danach, ich weiß nicht. Haben wir aber schon mal gelesen. Der Direktor hat gesagt, drei von ihren Taskforce, wo ist der Genetiker? Erwähnen, dass du den Trümmer entsorgt hast? Okay, das sind die Trümmer wahrscheinlich. Die Mikroben lange Zeit gut entstanden. Der Sandcontainer, das hatten wir alles schon mal. Puddingbecher. Okay, das ist... Das Geschenk war nett, aber ohne die vierte Tanzfläche leer. Liebe Grüße von Dyrus, hat sie wirklich sehr verändert, seine Anfang bei klebrigen Pudding-Dingern zu essen, die du mir geschickt hast. So vielleicht eine Version, die nicht nach Füßen riecht. Was ist denn da los? Okay. Neuer Eintrag. Ja, das war der Eintrag, der dann da drin war. Insgesamt noch ein paar Rätsel. Wir wissen noch nicht wirklich, was passiert ist. Wir wissen aber, dass die Duplikanten von den ursprünglichen Laborarbeitern, Büroarbeitern, obwohl wir haben auch Büroarbeiter dabei, die könnten von denen abstammen. Die Frage ist nur, wer sind wir? Weil es ist meistens die Rede davon, dass ich etwas schaffe. Ich als Person, und das ist schon... Wer bin ich in dem Kontext? So, das läuft noch. Wir haben auf jeden Fall die Mission geschafft. Wir können ihm eine Aufgabe geben. George. Jorge. Wir geben dir... Soll er auch mit der Rakete fliegen? Wäre nicht schlecht, wenn wir einen zweiten haben. So, dann darf er erstmal Sachen tragen.
Prio. So, George, wo bist du? Du darfst Sachen lagern und graben. Nee, graben. Bauen. Bauen, 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 bauen. Wo bist du? Bauen. Bauen. So. So, dann muss ich auch gleich mal nach Sneaky schauen. So, warum funktioniert die Toilette nicht? Leeres Rohr. Es gibt keine Flüssigkeit im Rohr. Braucht er was? Inhalt leer, das... Oh. Der sieht direkt auf der anderen Seite der Wand. Ja, okay, das war mein Fehler. Wir brauchen natürlich Wasser. Da muss er jetzt durch. Sind wir denn schon da? Ja, sind wir. Okay, vernichteter Satellit. Bereits untersucht. Wurde untersucht. Ja, okay. Nicht von mir. Wahrscheinlich brauchen wir irgendeine Bergungssache. Brauchen wir was zum Bergen? Missionskontrollstation ist es wahrscheinlich nicht. Bergen, 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 Bergen. Vielleicht geht's auch mit dem Bohrer. Nee. Zielfeuer, Diamantenpresse. Okay, wir müssen aber jetzt sowieso zurückschicken. Die Nahrung ist leer, er hat noch genug Kalorien. Das wird sonst ein bisschen kritisch. Schicken wir mal die Rakete zurück. Ja. Schiff aufgeben? Nein. Und dann mache ich nächstes Mal einen Wassertank rein. Den Flüssigkeitstank, den füllen wir dann ein bisschen mit Wasser. Nicht aus Blei, nein, wir machen aus Kupfer. Ja, und bitte nicht auf kritisch. So, das kann dann auch weg. Dann füllen wir das mit Wasser rein. Wasser voll. Wo haben wir das? Wir brauchen Sandstein. Und wir brauchen das dann hier auch. Dann machen wir das voll. Gut. Dann kriegen wir das hin. Wir haben wie viele Datenbänke? 50, 1. Passt. So. Das läuft. Tierfutter. Gut, die sind da alle nicht gestorben. Die sind freiwillig gegangen. Wir brauchen auch kein Holz mehr. Ja, das könnte ich irgendwann mal öffnen. Irgendwann mal. Aber Wasser haben wir echt viel. Wie sieht es hier unten aus? Sie sind bald soweit. Die laufen noch. Leider nur noch auf halbe Leistung. Das heißt, das wird langsam hier ein Problem. Ich könnte während der Zeit auch ein neues bauen. Oder ich grabe endlich meine Schicht weg. Aber ich möchte jetzt schon echt tief graben. Ja, das wird nichts bringen. Ich sollte eine neue bauen. Ein neues Kraftwerk. Und zwar hier. Dann kühlen wir diesen Bereich auch mal ab. Was haben wir hier? Wassergeysir mit 95 Grad. Wir brauchen kein Wasser. Ah, das leider aber von der... Von seiner Form ist es ein bisschen schlecht. Weil hier etwas Salzwasser drüber liegt. Wie groß muss denn das sein? Noch einen Kühler brauchen wir auch noch alles. Vielleicht kriegen wir das auf einen Kühler hin, wenn wir das hier reinbauen. Endlich mal Stress erbrechen. Ja, Sneaky, du bist gleich da. Kein Problem. Obwohl, wenn es sich erbricht, ist es jetzt nochmal schlechter. Ja, das könnte kritisch werden.
Wie lange braucht er noch? Ein Zyklus, dann ist er da. Hat er noch Essen? Nein, hat er nicht. Okay, Veränderung pro Zyklus 1500. Er übergibt sich jetzt nicht mehr. Ja, damit verliert er leider Nahrung. Ich glaube, ich muss die Rakete aufgeben. Komm schon, beruhig dich. Ah, komm schon. Komm, mach das mal ein bisschen. Wird der Pilot aktiviert? Ja. Okay, damit es ein bisschen schneller geht. Komm schon. Wir sollten das nicht mehr auf 3 Kilo, sondern auf 6 Kilo mal das Doppelte erhöhen. Das für nächstes Mal. Der braucht noch einen halben Zyklus ungefähr. Und er kann noch überleben. Auch nur einen halben Zyklus. Ach, das ist jetzt gefährlich. Das ist jetzt richtig gefährlich. Bisschen mehr als 0,5. Ja, ist nicht gewöhnlich, aber ungern verlieren. Ein bisschen mehr als 0,5, das ist 0,6. Ich glaube, das ist so risikoreich, ich würde die Rakete aufgeben. Ja. Wir packen dann nächstes Mal mehr Essen rein. Jetzt haben wir das gelernt. Wir geben die Rakete auf. Er ist Nikinoskop, rein mit dir in den Anzug. So, schnell. Ein mit dir. Und Rakete aufgeben. Genau, diese Rakete ist mit einem Notausstiegssystem ausgestattet. Die Selbstzerstörungssequenz der Rakete kann ausgelöst werden, um sie zu zerstören und die Fragmente des Schiffes in die Richtung der nächstgelegenen Planetoiden zu schleudern. Das ist unserer. Außer da hinten ist irgendwo. Nee, das ist unserer. Alle Duplikanten an Bord werden in die Fluchtkapsel in Sicherheit gebracht. Das ist wahrscheinlich die schnellste Methode. So, bumm. Wir brauchen jetzt nur 60 Sekunden. Es dauert trotzdem noch seine Zeit, aber er dürfte es dann überleben. So, jetzt müsste er ankommen. Duplikant hat den Bruchlander angelegt. Da ist er. Okay, jetzt beeil dich mal. Rettungskapsel zerlegen. Leider sind unsere gesamten Materialien dann, glaube ich, weg. Das schöne Plastik. So, schafft er es noch? Ja. Wo hat er bitte das Essen gefunden? Vielleicht lag hier was rum. So, die ganze schöne Rakete kaputt. So, was liegt denn jetzt da? Kohlenstoffdioxid, ist es das? Nee, das ist der Sauerstoff, okay. Das entleeren wir mal, das brauchen wir hier nicht. Und wir haben sowieso so viel Sauerstoff. Raus mit der Sauerstoff, dann haben wir eine schöne Wolke hier. Wir bauen eine neue Rakete. Okay. Schwupp und schwupp. Das will ich. Ja, schon kommt das nächste. So, wir machen weiter mit dem Dampftriebwerk. So, der ganze Sauerstoff ist weg. Machen unser Raumfahrermodul. Machen wir Batteriemodul. Und Solar. Und einfacher Nasenkonsus. Perfekt. So, dann brauchen wir nur noch
eine Gangway. Hier ist ganz gut. Und ich würde das gerne mal priorisieren. Was sind da noch? Ist das wirklich CO2? Ja, dann ist es CO2. Oh, was ist da passiert? Der ist schräg eingeschlagen. Oh Gott. Na, ich wünschte, ich könnte nach oben. Na, komm schon. So, auch entleeren, weg damit. Wow, oh, das hat ganz schön Schaden angerichtet. Das müsste ich zumachen. Wir haben genug Stahl da. Dann machen wir auch mal Bunkerziegel hier hin. Oh, das ganze Stahl. Machen wir mal da zwei. So, das bohren wir mal alles wieder weg. So. Können wir den schon betanken? Könnten wir, glaube ich, ist das noch da? Nein, dann öffnen wir das und machen mal ein neues. Ist zu kalt, leider. Das jetzt mal beenden. So. Und dann kommt jetzt ein neuer Dampf gleich zur Rakete. Ja, betanken wir das mal wieder. Und wir müssen den gesamten Innenraum wieder bauen. Na super. Ich sollte mal meine Blueprint machen, einfach nur so. Und hier geht es wieder los. Okay, also wir brauchen einmal ein Bett. Dann hätte ich gerne eine Lampe. Nicht aus Blei, nein, aus Eisen. Dann einmal ein orbitales Datenerfassungslabor. Wir brauchen neues Plastik, das müssen wir auch noch herstellen. Und Gitterziegel. Und, wo bist du? Sanitär. Da können wir noch nicht, solange es nicht gebaut ist. Wir brauchen dann noch Strom. Und zwar Steckdosenanschluss. Ja. Dann einmal der ganze Sauerstoff muss hier rein. Hier. So, was brauchen wir denn noch? Ich hätte gerne, dass er einen Tisch hat. Wo ist der Tisch? Der Tisch ist da. So. Dann hätte ich noch gerne... Wir könnten eigentlich auch alles voll mit Dekoration machen, damit er ein bisschen glücklicher hier unten ist. Dann mache ich das Datenerfassungslabor oben hin. Weil der wird die meiste Zeit da verbringen. Dann kann ich da den Flüssigkeitstank reinsetzen. Und die Toilette unten. So, da kommt er ran. Ich mache es lieber noch so, sicherheitshalber. Hier am Rand noch. Obwohl, ja, da müssen wir auch ran. So, also Gas kommt hier durch. Das kommt hier raus. Ja. Das kommt hier raus. Und das geht dann hier rein. Das geht hier raus in die Toilette rein. So. Haben wir sie auch, die Wandtoilette? Ich habe mich schon wieder verklickt. So. Auch aus Plastik. Alles aus Plastik. Meine Güte. So, dann brauchen wir noch einen
Ein Lagerbehälter für Plastik und ein Kühlschrank. So, der Kühlschrank kommt hier hin. Dann brauchen wir das Datenerfassungslabor. Das kommt. Die Pflegestation. Da. Der kommt hier in die Mitte. Dann machen wir ein paar Möbel hin. Dafür haben wir Platz in einem Raumschiff. Schöne Statue. wir könnten sogar noch eine leere Leinwand hier oben hinsetzen. Die Lampe da unten ist jetzt eigentlich ziemlich nutzlos. Die kann da wieder weg. Wir können dann die Deckenlampe hier oben hinsetzen. Ja, Stufe 4, das passt. So. Nicht aus Blei. Wir machen aus Kupfer. So, das Kabel kommt dann einfach hier hin. Das kann dann hier weg. So, mal alles kritisch. Das kommt wieder auf 9. Hier kommen wir dann mit industrielle Zutat. Nein, ich fall immer drauf rein. Hier kommt Plastik rein. Im Kühlschrank kommt mit 6 Kilo diesmal. Ich mach 10 Kilo. Essen. Und Plastik bitte auch priorisieren. Die Statuen einmal priorisieren. So, dann machen wir noch ein bisschen mehr Deko. Und zwar die gute Deckenleiste, die darf ja nie fehlen. So, von hier bis da rüber. Und dann noch mehr Eckenleisten, einmal da. Und schon ist es super hübsch. So, wir haben jetzt 10.000 Kalorien. Passt. Plastik wird angeliefert. Das passt alles. So. So, schauen wir mal wieder auf Magmator. Die haben keine Lust, das zu reparieren. Ich möchte das auch nicht auf kritisch stellen. Und hier ist was durchgebrochen. Das dürfen die einmal priorisieren. Der Weltraumscanner geht kaputt. Okay. Dann möchte ich den auch wieder wegbauen. Ja, mehr genug. So, auch weg mit den Stromkabeln. Also so. Rakete ist betankt. Ja, das müssen wir jetzt hier mal wieder stoppen. Da geht es alles kaputt. Repariere ich später, wenn es soweit ist. Da verhungert jemand, und zwar Otto. Otto, was ist denn mit dir? Okay, das ist nur wegen dem gelben Alarm jetzt so. Wir beobachten das noch ein bisschen. So, das können wir wieder auf 9 machen. Der Tisch kann auf 9. So, Otto, hoffentlich ist da gleich was. Ja, er ist was. Okay, dann ist es jetzt egal. Er hat eine Menge gegessen. Wow, wow, wow. So, Deckenleiste fertig. Sneak und Oscar kann dann gleich wieder in den Weltraum. Wir haben alles verbunden, ja. Bis auf den Kühlschrank, weil der kostet zu viel Strom. Obwohl, braucht er so viel Strom eigentlich ja nicht. Im Wartemodus nicht. Ist die Rakete auch verbunden? Die verbinden wir mal.
Jawohl, er bekommt ja Licht, wenn es offen wäre. Und da müssten wir auch was verbinden. Kabel, 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 Kabel. So, machen wir mal Eisen. Und verbinden wir den einfach mal. So, Kühlschrank wieder voll. Stromkabel ist da. Dann kann das auch gekühlt werden, damit es nicht verdirbt. Ja, die sollten wir den Leitern reparieren. Magmatit. Ja, haben wir aber. Und das könnt ihr mal sauber machen, was immer hier passiert ist. Wahrscheinlich wegen dem gelben Alarm. So, die haben es fertig gebaut. Was ist hier los? Ernte ausstehend, Wachstum gestoppt, keine Düngung. Ja, ja. Und einen Leuchtkäferdümpfe. Ja, mit dir. So, Petroleum geht gerade noch. Wir kommen nicht weiter. Salzwasser passt auch nicht mehr so viel rein. Ja. Ah ja, Forschung wollte ich mal schauen. Das braucht noch. Wir haben aber... Ah, die ganzen Datenbänke sind natürlich weg. Und Plastik brauchen wir. Dann bauen wir mal an unserer Plastikmaschine. Die bestand aus Eisen. Sie ist überhitzt. Die besteht aus Gold. Ich würde den mal reparieren. Mal schauen, was passiert. Die Rohre sind auch alle aktiv. Okay. Ja, jetzt müsste es nur reparieren. Ja, CO2 geht da runter. Kein Problem. So, aber keine Autoreparatur. Wir schauen einfach, wann er wieder explodiert. So, das heißt, das kostet uns wieder viel Öl. Und die Pumpen arbeiten nicht schnell genug. Ich könnte alles kurzfristig in ein anderes Reservoir pumpen. In das hier oben wahrscheinlich. Dann mischt sich das damit, aber wir haben ja sowieso viel Öl. Ja, machen wir das. Wir bohren die Schicht mal hier weg. Damit das mal durchfließen kann. So, mach mal schnell. Dann machen wir mal kurzfristig ein paar Pumpen hier hin. Und zwar... Ja, die dürfen nicht überlappen. Okay. Dann machen wir zwei hin. Bewegst dich dahin, du bewegst dich hierhin. Einmal da nach außen, dann schnapp ich euch wieder hier in die Mitte. Und ihr... Ja, super. Was machst denn du, Stinky? Sehr gut. Dann, das sind zwei, da kannst du rüber. Du gehst einmal... Wir gehen einfach durch das Abyssalit. Mir egal. Wir machen das dann eh zu.